Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Sid Meier's Civilization 5. Hallo zusammen. So, hier sind wir wieder. Und kaum starte ich das Spiel, sehe ich hier rechts doch schon zwei interessante Dinge. Unser Spion in Korea hat was rausgekriegt. Nämlich, dass Korea etwas gegen Ägypten hat. Und dass eine Und Armee einen Überraschungsangriff plant auf eine andere Zivilisation. das kann Vielleicht man. auf Ägypten? Keine Ahnung, wahrscheinlich halt, dass sie einfach an der Grenze irgendwo stehen und. Aha. Und das ist halt das, was die KI vorhat, weißt du? Ah, okay, also bei KI kann man das nachschauen, weil man kann es ja bei uns schlecht nachgucken, Naja, aber. bei uns geht's schlecht, ja. Klar, logisch. Gut. Nächste Runde. Sonst steht hier irgendwas Okay, Interessantes? nice. In unserem Gebiet wurde ein Gegner gesichtet. Ja gut, das wissen wir ja schon. Ich frage mich, sollen wir jetzt dann Ägypten einfach von zwei Seiten auseinander? Ja, wir haben nicht wirklich Bock auf Krieg. Eigentlich nicht im Moment, nee. Nee, eigentlich echt nicht. Wir sollten endlich mal das ausbauen, was wir haben. Aber es wäre natürlich ungünstig, wenn Korea größer wäre. Ja, das stimmt schon. Ich weiß nicht, ob. Ja. Mal schauen, was hier passiert. Ich meine, eigentlich wäre das hier fast ein besseres Ziel, wenn wir jetzt Krieg führen wollen würden. Was hat denn Aber. Songhai für Politik? Na, das gucken wir nicht dort Warte nach. mal, das war. Ach, wir sind echte Profis. Wir sind echte Profis. So? Nein, das war's nicht. Ich glaube, das ist sogar Oh, schau mal, was er hier möchte. Ordnung. Fällt dir die Ja, Ordnung? Spaßvogel, Ja, es wird nicht angenommen. ich bin voll dafür, aber den nicht angenommen. Seit wir Demografie. fangen jetzt an, die ganzen Stadtstädte zu bestechen und dann. Ja, machen wir das. Ach, die nicht schon auf der Seite von. Ah! Ich hatte das Ägypten nicht auch. Warte mal, wo war das? Diplomatieübersicht war Ja, das? genau, und dann da Irgendwo ging das. Weltpolitik. Irgendwo war das. War das. Und genau, perfekt. Ah, ja, genau. Freiheit. Also, Songhai hat Freiheit. Ja, Songhai er hat ist ein sehr gutes Freiheit. Ziel. Er ist ein gutes Ziel, ja. Die Maya haben keine. Hä? Was? Schau mal, die sind ja im Industriezeitalter. Jö. Okay. Lieblings. Da hängt jemand etwas nach hinten vor. Ägypten wäre auch ein gutes Ziel. Die haben Freiheit. Korea ist eigentlich ganz in Ordnung. Autokratie. Ja, außer dass sie Ding sind. Ein bisschen noch uns voraus. Aber eben Ja, nicht. Was will noch. man? Und sonst, Persien und Songhai mögen sich. Deutschland hasst das Irokesenland. Ich glaube, Gibt's das? Deutschland möchte einfach den ganzen Kontinent. Also beide. Ja, beide, stimmt. Stimmt, hast Ich ja glaube, recht. einen hat er schon. Da habe ich sowas gehört in letzter Zeit. Stimmt, hast du ja recht. Hat er ja echt schon. Verschanzt. Warte mal, warte mal, warte mal. Möchte ich euch wirklich verschanzen? Nein, möchte ich doch gar nicht. Ist ja dumm. Hier, greif mal an. Kannst du das noch? Das sind, glaube ich, unsere, nicht? Oder sind das nicht Ah, unsere? logisch, aber hier unten ist er ja. So. Hat meine Dämlichkeit wieder zugeschlagen. Stimmt, Ist das sind okay. unsere. Greif trotzdem an. Ist beides rot, das ist mühsam. Ja, das ist wirklich manchmal ein bisschen mühsam. Ja, er möchte definitiv, ja, gegen Ägypten. Nein, nein. Wie könnte er es wagen? Was hat Nein, Ägypten hat doch auch das. Freiheit, oder? Ja. Ja, Können aber wir tut mir in leid. den Krieg ziehen, ohne dass wir was machen? Ja, können wir. Aber. Ist Ich nicht weiß so in nicht. unserem Interesse. Eigentlich nicht. Ist jetzt einfach noch mehr Land erobern. Das wäre das einzige Interesse. Und ein Land kaputt hauen, das Freiheit hat. Und wir können nicht. Können wir sie dazu zwingen, andere Ideologie zu nehmen beim Friedensabkommen? Ist eine gute Frage. Echt eine gute Frage jetzt. Ich habe keine Ahnung, habe ich auch nie probiert. Okay. Ja, stimmt, weil sonst könnte man auch das machen. Das wäre dann ein Grund wiederum. Ja. Das ist echt gerade ein bisschen eine Frage. Was meinst du, was sollen wir machen? Ich meine, wir würden wahrscheinlich gewinnen, vor allem wenn Korea mitkämpft. Aber irgendwie bin ich jetzt gerade nicht so begeistert von der Idee. Ja,
vielleicht eher sagen, ist nicht wirklich unser Interesse. Okay. Also schlussendlich spielst du, ich gucke ja noch zu. Nee. Ja, es kann sein, dass das jetzt eine dumme Entscheidung war. Weil, ja, da müssen wir aber in den Bergen kämpfen. Hm. Na, das Heben auch, hätten ja. wir gekriegt, ne? Und Memphis hätten wir auch gekriegt. Ja, und den Rest holt er, dann Alexandria und ja, Heliopolis. Ja, aber das ist mir eigentlich lieber, wenn er. Wahrscheinlich wird der Krieg sowieso nicht vernünftig ablaufen. Ja, er muss da. Ich weiß nicht, ob die eine gemeinsame Grenze haben. Können wir gleich mal nachschauen. So, ja. Ja, und im Endeffekt hätten wir dann den ganzen. Ja. Wie gesagt, wir hätten es ziemlich sicher gekonnt, weil die Armee haben wir ja an sich. Mhm. Das ist ja nicht das Problem, aber. Ah, Zufriedenheit 5. Plus. Gut. Ist gut. Dann wird es gleich noch ein bisschen mehr werden, weil ich habe ja hier vergessen, ja, ein Gerichtsgebäude zu kaufen. Da war was. Mhm. Nein, ich weiß es einfach zum vorherigen Entscheidung. Ich weiß von mir, dass ich meistens eher defensiv vorsichtig bin und dass es schlechte Strategie für eigentlich fast alle Games, die ich kenne. Ja, das ist schon so. Aber ich war dumm, ich hätte lieber in Babylon das Gerichtsgebäude gekauft, aber egal. Kannst du nicht auch? Ah. Ja, ja, in der nächsten Runde. Okay. Schau mal, die haben ja eine ordentliche Produktionskapazität. Huhuhu, wow. Gut, gefällt mir. Werkstatt ist Fabrik, ja gleich fertig. Aber keine Werkstatt, interessant. Haben sie Fabriken? Haben sie Fabriken? Sie haben gar keine Fabriken. Ich glaube nicht, sie haben keine Fabriken. Sie haben einfach eine, aus irgendeinem Grund einen sehr hohen Produktionsausstoß. Das ist Terrakotta mehr oder? Nein, Machu Picchu auch nicht. Wir haben sie in der Industrie. Das ist natürlich einiges, okay. Was haben wir? Okay, was das so besonders ist. Okay. Lustig. 22. Wie viele haben denn unsere Städte so? 44. Okay, alles klar. Er hat gar nicht so viel. Es wirkt nur so viel, also weil die großen Städte hier alle klein sind. Die kleinen sind dann. Jetzt haben wir plus 10 Beliebtheit. So. Damit können wir wieder expandieren. Yes. Wieder runterdrücken. Hier oben, was meinst du? Ja, ja, können wir. Empfiehlt es hier? Ich denke schon, ne? Mhm. Bisschen weit entfernt, aber in der Wüste ist eine Stadt. Vielleicht hier später noch eine. Öl holen wir sicher. Ja, ja. Der Rest ist ja egal. Hier unten vielleicht auch noch ein Städtchen. Ja, jetzt können wir dann wieder expandieren. Ist natürlich toll für die Forschung, ich weiß, aber. Wollen wir das schon erzählen, was wir uns überlegt haben für. Für danach? Was? Wenn das Spiel hier zu Ende ist, oder wollen wir das? Ich würde sagen, wir lassen die Spannung noch bleiben. Okay, okay. Lassen wir die Spannung noch bleiben. Genau. Bin ich dafür. Wir haben sowieso mehrere Ideen. Ja, ja, wir haben mehrere Ideen, genau. Medizinisches Labor. Ja, ja, komm, Bevölkerung etwas pushen. Es kann ja nicht sein, dass Korea so viel mehr Einwohner hat als wir. Das ist ja. Und du, warte mal, du wolltest die Kultur pushen, oder? Mhm. Das ist eine vernünftige Idee eigentlich. Bei Gelegenheit. Ja, bei Gelegenheit. Ja, doch, komm, du hast recht. Du hast definitiv recht. Es geht ja schnell. 3 Runden. Ja, gut, dann sowieso, ja. Jetzt vielleicht nicht so. Hier vielleicht lieber ein Schrein, dass wir nachher den Tempel haben. Ja. Hm. Ich weiß nicht, man merkt, dass ich habe eben so ein bisschen Skrupel, Dinge zu bauen, die so lange gehen. Was eigentlich ja dumm ist, weil dann wären sie schon längst fertig, wenn ich diese Skrupel nicht hätte. Ja gut, aber wenn du ganz viele kleinere Bonis ganz schnell holst, ist wahrscheinlich, weiß nicht, ob das sinnvoller ist. Also ja. Möglicherweise eben schon. Was meinst du, wollen wir weiter nach Norden gehen oder wollen wir schauen, ob Korea und Ägypten irgendwas machen? Norden. Gut. Beziehungsweise, ja. Ja, wahrscheinlich schon ein bisschen. Es würde mich auch interessieren, wo das der Pisser so viel Bevölkerung hat. Ja, richtig. Okay, 3 recht große Städte. Ich glaube, seine Städte sind einfach im Schnitt alle viel größer als unsere. Also unsere sagen wir, 24er hat er noch eine. Die ist größer als unsere 2 größten, aber. Ja. Ist es linear, Bevölkerung zu Bevölkerung, oder skaliert es irgendwie? Also wenn er 24 in der Stadt hat, ist es einfach. Ich weiß allgemein nicht, wie das genau berechnet wird. Ich hätte immer gesagt, es ist einfach dieser Wert mal irgendwas anderes. Mhm. Also ein Konstante mal etwas anderes, aber ich weiß es natürlich nicht sicher.
Meine auch Alphabetisierung. Wie wird die Alphabetisierung berechnet? Wahrscheinlich relativ einfach, aber. Ich würde mal vorschlagen, wir packen mal unsere ganze Armee an einen Ort. So an einen guten Ort. Ich denke, Aldama wäre nicht. Ist so. Ja, Berge sind dazwischen, ja. Weißt du, ein Ort, wo wir theoretisch zuschlagen Schnell könnten, falls irgendwas zugreifen wäre. könnten, ja. Vielleicht Nippur und Ja, dann die würden wir Frage einfach. ist Nippur oder Bahirdar? Je Ja. nachdem, wo wir zuschlagen müssen können. Wobei, Das ist also, eigentlich für mich mehr so eine Notarmee. Ich habe nicht vor, Krieg zu führen im ja. Moment. Einfach falls Eben, die dann ist die Situation Frage, wer ist erfordert. am ehesten noch bereit, uns anzugreifen? Ich glaube niemand, aber. Ich glaube niemand. Nein. Korea, okay, gut, dann. Ja, das hier wäre nach dem Ende der Kriegsherd, aber würde ich mal fast sagen, wollen wir sie mal in Adama platzieren? Ja, es ist so ein bisschen zentral, oder? Es ist tatsächlich ein bisschen zentral, ja. Gut, außer Es sind Australien, halt. aber die sind sowieso, die müssen durchhalten, bis was kommt. Ja, das. Da würden wir hier eine neue Armee aufbauen. Das ist hier zum Krieg. Aber wer soll uns den Krieg erklären? Österreich. Österreich? Ja. Ja, Ich Österreich ist der Einzige. weiß nicht, was sie können. Oh, die haben es vielleicht schon noch Aber drauf. sie war bis jetzt nicht sonderlich angepisst, dass wir da schon halb Australien geholt haben. Nein, das stört sie nicht groß. Die hat wahrscheinlich gar nicht so viel. Ja gut, Ja gut, sie hätte dann. trotzdem sagen können, wir sind eigentlich dagegen. Ja, stimmt. Und irgendein doofes Versprechen einfordern. Ach. Vielleicht doch eher Nippur. Nur für den Fall, dass der hier aufmockt. Okay, gut. Erzählen wir mal alles, was wir haben in Nippur. Einfach irgendwie gut ist. Dann haben wir auch mal ein bisschen eine Übersicht, was wir haben und können dann einfacher modernisieren. Falls wir das denn müssen. Ja, irgendwann mal dann schon. Ja. Ich kann hier noch kurz fertig heilen und dann Wir könnt ihr haben vor noch Ort. eine Ding. Was haben wir? Ah Gott, wie heißt das? Gauss kann nicht Gauss-Kanone. Ah, eine Gatling-Kanone. Ja, genau, Gatling, sorry. Ja, wir haben zwei In Gatling. Harar eine. Oh, wo ist die zweite? Wir haben noch eine, Belgrad, noch eine hier, in Jima. Ah, nice. Ach, nur eigentlich nicht, ist eigentlich eine ziemliche Verschwendung, oder? Wollen wir die Gatling-Kanone mal auflösen? Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir zu wenig Geld. Stärke 30 hat sie, Stärke 70, nee, komm, das reißt nichts mehr. Ja gut, aber eventuell können wir demnächst updaten. Na, also wie du willst, du kannst. Nee. 278, 284. Ist schon ein bisschen mehr. Nee, nee, komm, das ist Schwachsinn. Da würde ich neue Einheiten kaufen. Okay. Okay, gut. Dann nächste Runde. Ue, Luftfahrt. Flugzeuge. Flugzeuge, gut. Das reizt mich schon ein bisschen. Nein. Nein. Ich würde gerne wieder durch. Nein. Dürften wir warte schnell? Nein. Ich muss widerstehen. Unser Diplomat, wie heißt auf Koreanisch ein? Was ist dein Oh. Problem? Weiß Okay. nicht. Ja gut, er ist angepisst, weil Freiheit nicht durchgekommen ist. Österreich hat die Ideologie Freiheit eingeführt. Fuck you. Oh. Also die Armee geht jetzt nach Australien? Hat was. Hat was. Ah, wir haben einen großen Wissenschaftler gekriegt. Gut. Ingenieur, Ich glaube, das genau. ist auch so ein bisschen ein Problem mit meinem Spielstil. Einer von vielen. Ich glaube, ich arbeite einfach zu wenig mit den großen Persönlichkeiten. Ganz ehrlich. Schlechtes Placement und ich pushe sie wahrscheinlich nicht genügend. Wo könnte ich denn mit dir hin?
Also Positionsbeschleunigung brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. Ja? Nee. Vielleicht Was hier. er kann noch irgendein Gebäude bauen, oder? Ja, Spezialgebäude, das uns die Produktion erhöht. Aha, okay. Ich wäre fast dafür, dass er es hier macht. Irgendwo in der Wüste. Wo es eh für nächstes Jahr. Das ist eh für nichts ist. Hier. Das klingt sinnvoll, ja. So, was haben wir denn? Ballistik und Elektronik. Ordentliche Schlachtschiffe. Flotte versus ordentliche Flugabwehrgeschütze. Habe ich Ah, auch das nicht so. Update für die Gatling. Ha. Oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, aber Whatever. Ja. ist jetzt egal. Komm. Was wäre dann das nächste, was wir hier hätten? Irgendwas, was wir unbedingt haben wollen. Die Atomtheorie. Ja, das wollen wir. Plus zwei Wissenschaft für Akademien. Elektronik. So, count me in. Warte kurz. Habe ich jetzt gerade Quatsch gemacht? Warte kurz. Nein, alles okay. Alles okay. Ich dachte gerade, das hier sei nicht verbunden. Ja, doch, doch. Okay. Avasa, was kriegt denn Avasa als nächstes? Eine Bank. Avasa kriegt eine Bank. Nachdem das Problem hier endlich gelöst ist. Debre Zeyid. Okay. Wir kennen eigentlich unsere Städte gar nicht mehr. Also, Nein, nein, wir kennen die nicht. ich kenne die meisten. Nee, ich kenne die auch nicht, also ich kenne die Namen nicht. Irgendwas, was schnell geht, eigentlich wie immer, ne? Schreien. Im Schrein, ja. Der Tempel ist dann schon nicht schlecht. Dann bauen wir hier na, eine Fabrik. Ja, gerade eine Fabrik. Haben wir noch genügend Kohle? Ich habe noch eine Eins. Kohle. Das ist nicht viel. Die möchte ich lieber in Babylon, eigentlich. Nö, dann nicht. Dann nicht. Dann bauen wir hier ein Aquädukt. Also Kohle brauchst du nur für Fabriken. Das habe ich schon richtig im Ich Kopf. brauche sie nur. Man kann es auch nur für Kriegswaffen, aber die sind ja im Moment nicht mehr so das Wahre, Egal. was die hätten. Gut. Wo ist hier die Fabrik? Gibt es hier gar keine Fabrik? Hat sie doch schon die Fabrik? Ich sehe sie gar nicht. Was ist denn los? Ah! Lustig. Die kommt erst, nachdem die Werkstatt gebaut wurde. Ah ja, Ich bin dumm. natürlich. Ich weiß. Das Gerichtsgebäude kommt jetzt. So. Und dann bauen wir hier noch. Ich bin dafür, dass wir das ausbauen, oder? Ich meine, das ist eine gute Stadt. Ja. Ein Markt. Ah, doch. Ja. Haben wir irgendwo Einbußen bei Forschung gekriegt? Ich meine mich zu erinnern, dass wir schon irgendwo bei 1900 irgendwas Da waren. hast du recht. Was ist denn da passiert? Irgendwas haben wir verloren. Das stimmt. Das ist richtig. Oder hatten wir Vielleicht. irgendein Forschungsabkommen, das jetzt abgelaufen ist? Aber haben die Plünderer irgendwas gemacht? Naja, Handel sollten etablieren. Von Adwa aus. Scheint mir vernünftig. Keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Oder wurde irgendwelche Gebiete. Ah, die Akademie wurde natürlich geplündert. Das ist sicherlich gut. Ah, Wir viel sollten weniger. auch noch ein paar Bauarbeiter bauen. Also Bei unsere sind jetzt, Gelegenheit. glaube ich, alle auf dem Weg zurück ins Ja, Kernland. das ist dumm, aber okay. Ja. Ja, ist Vielleicht okay. trotzdem noch ein paar Bauarbeiter bauen bei Ja. Gelegenheit. Okay, irgendwas sehr Interessantes. Ja, das hier. Ich will echt gerade mit dem Gedanken, den hier zu überfallen. Einfach weil er Freiheit hat. Es ist ein Problem. Es werden immer mehr. Nehmen die Ja, Ideologie an. es ist nicht so toll, das stimmt. Das ist echt nicht toll. Und er ist auch nicht so modern wie wir, oder? Ja! Doch. Doch ist er. Nebukadnezar. Haben wir es gerade gemacht? Nein, nein. Nebukadnezar hat Aber uns schon da ist schon alles. fast, wie könnte er es wagen, nicht? Oder hat es eine Auswirkung? Ich glaube nicht. Ah, Ich okay. glaube, das ist mehr eine Spielerei.
Okay. Weil eigentlich ist es nicht in unserem Interesse, dass Nebukadnezar stirbt. Sogar überhaupt nicht. Darum haben wir ihn ja überhaupt erst am Leben gelassen. Ich soll mit euch eine. Ich soll sie denunzieren? Nein, das tue ich nicht. Jetzt denunzieren sie uns. Erklär mir doch den Krieg. Sollen wir an der Front. Ja, komm. Komm. Wir sind jetzt die Ich will größten keinen Krieg. Wahnsinnige. Batz. Ja, wir sind jetzt größten Wahnsinnige Arschlöcher. Ach komm, wir haben jetzt wieder 17 Ja, eigentlich können wir Gelegenheit. Jetzt weiter können wir Krieg erobern. machen. Sag ich doch. Wir löschen alle aus die Freiheit ab. Was machst du denn da? Oh. Wie finde ich denn das? Wie finde ich denn das? Das finde ich jetzt aber gar nicht nett. Will er jetzt dann Korea. Weißt du, was ich mache? Ich baue hier eine Stadt hin. jetzt Es ist nicht der beste Ort, okay, aber ich meine. das ist jetzt ein Spiel auf Zeit, ja. Ist mir doch lieber. Na komm, scheiß drauf. Bam. Ah, sagst du jetzt? Australien gehört mir. Jetzt holt er das Ölfeld. Also das andere. Das andere, ja, werden wir dann noch sehen. Australien ist mein, das ist ein Prestigeprojekt, sorry. Das ist ein Prestigeprojekt. Australien gehört mir. Rechtens, das gehört rechtens Äthiopien. Schon immer so. Australien, Äthiopien, Ja, ja, Korea. Also die passen gar nicht ja. dazu. Und übrigens auch Shanghai. Shanghai, sorry. Gehört auch rechtens zu Äthiopien. Wieder Australien, Afrika, Äthiopien. Ne? Also, Ja. er ist sogar geografisch völlig blöd platziert. Ja, richtig, das ist. Ja, so beginnt Kriegspropaganda, ich weiß. Ja, so beginnt Kriegspropaganda. Neuseeland gehört übrigens auch zu Äthiopien. Selbstverständlich gehört auch Neuseeland zu Äthiopien. Gut, das ist quasi Klein-Australien. Ja. Ja, genau, du sagst es, ne? Australien beginnt irgendwo hier oben und ja. 3, 2, 1 und jetzt haben wir Hasser auf unserem Kanal. Ja. So aus Neuseeland. Ich geb dir, wir sind Klein-Australien. Ja. Wart's nur ab, bis ich bei dir ankomme. Oh-oh. Oh, dann hast du ein Problem, ja. Jetzt bringe ich dir Rugby bei, ohne Ball, dafür ohne Ohren. Oh Gott. Yep. Übrigens, letzte Runde. Die ist auch schon fertig. Ich habe eigentlich alles gemacht. Ah, perfekt. Ey, perfektes Timing, wow. Ja. Wow. Okay. Gut, geht Gut. vorwärts. Also. Ja, wieder mal zwei Runden oder so. Ja, zwei, drei Oder Runden. eine. Ja, es schockt. Ja. Ah gut, das heißt, dass wir viel zu bereden haben. Das heißt, es bleibt spannend, ne? Ja, es ist ja was passiert. Ja, Irgendwie. Korea ist wollte da irgendwie uns Stadt klauen, deswegen haben wir jetzt einen in der Wüste. Ja, das ist nicht so schlecht passiert. Ich Nein, meine, nein, gar nicht. ja, nicht, hier oben wäre schon besser gewesen, aber. Wir können noch einer hinplatzen. Ist mir Oder trotzdem lieber. zwei. Ja. Für zwei hätte es noch Platz. Ja. Also wenn er Du jetzt auch. mitten in der Wüste einen baut, nur um dir ans Bein zu pinkeln. Du vergiss nicht, wir haben noch andere solche Städte. Ich meine, Babylon liegt jetzt nicht mitten in der Wüste, Ja. okay, Nein, aber. nein, aber wenn er jetzt irgendwie sagt, mitten in Australien einen reinpflanzen, um keine Ahnung, alle Steine zu holen, irgendein Quack, Ja, dann hätten wir wahrscheinlich einen macht. Grund, koreanische Forschung irgendwie wegzumachen. Du, Kurigalzu ist mitten in der Wüste und ist ja Ja. nicht, naja, eine Nein, das. bessere, aber oh Gott, okay, sag Zwei nichts. Burger und drei Nahrung. Ich weiß nicht. Sag nichts dazu. Zwar bei Babylon waren sie stärker. Ja,
Ja. Naja, okay. Gut, ja, Leute, ne? Ihr seht, es gibt da wieder einmal, kaum ist unsere Bevölkerung halbwegs zufrieden, haben wir schon wieder ganz viele potenzielle Kriegsherde Stolz. Au! erschaffen. Ja. Ah, wir haben sie eingeholt. Gut. Yes. Sehr gut. Okay. Jetzt haben Toll. sie mehr Soldaten und mehr Bevölkerung, aber dort holen wir sie auch schon ein. Ja. Die Soldaten müssen wir nicht unbedingt. Ist egal. Ja. Sollen sie doch zahlen. Richtig, genau, so ist es. So viele Soldaten braucht man nicht für Ägypten. Wahrscheinlich hat er gar nicht den Krieg erklärt. Wollen wir das noch kurz nachschauen, schon zum Ende? Können wir ja schnell mal kurz Diplomatieübersicht. Diplomatieübersicht. Wo ist denn einer von den beiden? Hier. Wahrscheinlich. Ah. Krieg mit Schweden, aber nicht mit Korea. Okay. Ja, gut, die haben auch eine Grenze, ne? Ja. Okay. Nice. Okay. Okay. Gut, wir sehen, es bleibt spannend. Wir haben, wie gesagt, Interessen vielleicht in Songhai und vielleicht hat Österreich uns jetzt nicht gern und vielleicht haben wir demnächst Korea als Nachbar und Oh Mann. ja, und Deutschland tut auch gern etwas da hinter dem Ozean. Das ist uns Ja, jetzt herrlichst egal. Deutschland hat Großes vor, aber es ist uns wirklich egal, ja. Also, sie denunzieren uns immer wieder mal. Wieso auch immer. Ah. Ja, wieso auch, ne? Ist ja nicht so, dass wir. Ja. Ja, aber bringt's dir was, also bringt's ihnen was, uns zu denunzieren? Eigentlich haben wir nichts miteinander zu tun. Eben. Das Außer, dass fällt wir außer ihre in. blöde Freiheit nicht angenommen haben. Ja, das ist es halt, okay. Ja, gut. Ich meine, aha, wenn du dir mal überlegst, sie sind eigentlich das große Zentrum für Freiheit, würde ich jetzt mal sagen, ne? Dann sind wir das große Zentrum für Ordnung. Und dann ist Korea das große Zentrum für Autokratie. Dann ist es eigentlich verständlich, dass sie uns hassen. Ideologiekrieg. Ah, okay. Aber dann ist es seltsam, dass Österreich Freiheit annimmt und dann gerade Probleme mit Deutschland kriegt. Ja, ich hatte das ehrlich gesagt noch nie, dass so viele Freiheit genommen haben. Ich weiß auch nicht, was das in diesem Spiel ist. Sonst ist Freiheit immer das, was man auf keinen Fall nimmt, weil es niemand anders nimmt. Okay. Ja, allgemein schon der Gedanke Österreich und Deutschland sind nicht zu. Okay, ich lasse das jetzt bei Okay. Gut, So. Leute, wie gesagt, es hat da noch vieles, was passieren könnte und es bleibt spannend. Also beim nächsten Mal einfach wieder dazuschalten, ne? Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Bis dann.